Das schaffen wir noch von der Aufnahmepause. Ach, hier haben wir eine weggesmackt, ne? Da drüben, genau. Da war ja eine Dame auf dem Dach, ich erinnere mich dran. So. Lieber Operative, dann lassen Sie sich mal finden. Und dann muss ich gucken, vielleicht fange ich schon ein bisschen an beim Lagerhaus aufzuräumen, ich weiß aber noch nicht genau, wie ich es mache. Kommen wir denn da jetzt? Ist das nicht die Autowerkstatt wieder? Oh. Es ist eine Konstruktionsfirma. Oh, und wir finden noch ein paar Teile im Mülleimer. Großartig. Das gute alte Mülleimer durchsuchen. Soll mal einer sagen, in Spielen lernt man nichts. Na los, Kinder, springt in den Container. So. Andernorts ist man die Schande der Nachbarschaft, aber du findest ungeahnt erreicht, Junge. Hier war noch irgendwo der da ist der wackelige LKW, da sind noch Viecher drin. Da war ich immer ein bisschen vorsichtiger. Hier kriegen wir noch Getränke, ich glaube da draufhauen. Oh. Trollgel. Ich hau nochmal drauf. Oh. Gleich geht ein Alarm los. Das wäre zu schön. Aber 900 Gel haben wir gerade bekommen. Okay, hier kommen wir nicht rein. Wie kommen wir überhaupt da rein? Wir haben nur vorne die Garagentore. Dann schauen wir mal. Hier? Nein. Hier? Nein. Hä? Ich verstehe es nicht. Das Haus ist hermetisch abgeriegelt. Den Laster können wir nicht fahren. Wäre ein cooles Minigame, aber glaube ich nicht dran. Kennst du Minigame of Thrones? Ist nur eine iPad-App. Nein, okay, war mit. Entschuldigung. Vielleicht oben drüber? Nee, ne? Hä? Wir können theoretisch nur durch die Garagentore. Und das Einzige, was mir dazu einfällt, ist dieser schnieke Laster, der hier auf der Straße steht, den ich auf keinen Fall anschmeißen will. Was? Achso. Ich meine, das ist nur so ein Schutzmann. Das sind mindestens zwei. Okay, pass auf. Weißt du, was ich mache? Ich gehe erstmal hier rüber. Ich kümmere mich erstmal um diesen komischen, um diesen Lagerplatz, um diesen Schrottplatz. Und gucke mal, ob wir da vielleicht irgendwie von hier aus schon ein bisschen vorgehen können. Wir haben eine Fernschusswaffe. Der Schrottplatz ist da drüben. Wir sind, glaube ich, ein zu früh abgebogen, ne? Wir können hier aufs Dach. Glaube ich. Hier rüber können wir nicht, ne? Doch, oh, das geht. Sebastian, was ist mit dir los? Du Volksheld. Oh, okay. So, mal ganz kurz gucken. Der lad schon darum. Ich würde ihn gerne abstechen. Ich muss Munition sparen gerade. Weil wir leider nicht in die Garage reinkamen. Okay, der kehrt uns immer den Rücken zu. Schicke Jeans, Alter. Gib mal her.
Dankeschön. Schönes, modisches Angebot. So. Einmal ausbluten, bitte. Vielen Dank. Ih, wie das aus dem Arsch leuchtet immer. Das ist immer so... Als würden wir ja so ein Schwackeglas abzapfen. So, die sind da fett am Rumgeiern. Haben wir auf der Seite hier noch? Da haben wir noch... Okay. Ich glaube, Feuer können wir anschießen, wenn mich nicht alles täuscht. Da drüben sind es noch drei. Ich weiß echt nicht, wie ich die kriegen soll. Ich kann die auch nicht alle hierher locken, weil die Flasche hören die ja gar nicht. Da kann man draufklettern, sonst aber auch nicht. Auf den LKW kann man theoretisch draufklettern, aber unsere Waffe ist leider... Unsere Nahkampfwaffe ist doch nicht so, wie ich dachte. Mit Crit macht die schon ordentlich Damage, aber leider nur mit Crit. Kommt man hier drauf? Das sieht doch so aus, kommt man da drauf. Ärgerlich. Okay, bevor ich da jetzt dran ziehe, das wird bestimmt laut. Teste ich mal eben was. Ich kann mir vorstellen, dass es gleich laut wird und dass dann alle Zombies kommen. Und wir dann eventuell. Okay, alles klar. Mist. Die Türen brauchen wieder Strom. Vielleicht führt diese Leitung zu einer Stromquelle oder so. Natürlich. Wahrscheinlich genau da, wo die beiden Damen am Balzen sind. Hugo Egon Balzer am Start. Ich halte das für keine gute Idee. Ich weiß, wir können die da lang locken und anzünden, trotzdem. Ah, scheiß drauf. Nein. Oh, nicht geschafft. Was? Das ist doch ein Huhn. Da. Das darf doch nicht wahr sein. Was war das denn für eine Blamasch? Diese Blamasch. Das hätte so schön geklappt jetzt. Wir haben die eine weggeschnorchelt, aber da war die andere natürlich ein bisschen selber fuchsig geworden. Ich werde immer so nervös. So eine Axt kriegen wir auch noch. Wir machen den Strom an. Das sollte jetzt funktionieren. Könnte aber laut werden, kann ich mir vorstellen. Oder wir ignorieren diese Zombies da einfach. Vielleicht ignorieren die uns ja auch. Noch. Ich würde die schon gerne aus dem Weg räumen, aber dann eigentlich... Hallo? Achso, ich bin so doof. Die hören da gar nichts. Die hören gar nichts, Jon Snow. Lily? Aufnahmeplatz. Bitte reiche, bitte reiche. Scheiße. Ja, Mann, ich hab nicht mehr so viel Platz. I see Glibber in green. Lily, das kam von oben. Ölfass umtreten, alles klar. Gut. Dreht man das Ölfass mal um. Hat ja gerade eben auch ganz gut geklappt. Hua! Alter, Lily, hör auf damit! Hier geht gar nichts.
Aber wer hat das vernagelt? Da kam... Hier muss sie durchgekrochen sein. Ich sollte da auch durch. Was für ein männlicher Mann. Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Bestimmt geht's ihr gut. Ich muss sie nur finden. Naja, aber bedenke mal, sie ist ja nicht wirklich real hier. Hatte Lilly zufällig eine Armeejacke an oder ein kariertes Hemd? Ich frag nur. Und eine Jeans mit einer sehr großen Schuhgröße? Mary. Wir können nicht hochklettern. Okay. Ich dachte, man kann immer auf den Dingern hochklettern, aber offenbar nicht. Tup, 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 tup. Mit seinen kleinen Puppenbeinchen. Wie auch läuft hier gerade. Tup, 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 tup. Sebastian mit den Puppenbeinchen. So, da kommen wir rüber. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier eh lang gemusst hätten. Das kann ich gar nicht sagen. Oh, hä? Hä? Ich glaube, da kommen wir wieder raus, theoretisch. Wieso ist die Lady nicht hier lang gelaufen? So, also so schlau war die jetzt auch nicht. Gut, da nehme ich mit. Und ein Röhrchen können wir auch gut brauchen. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall eine Menge Vorräte hier. Und, was habe ich da gerade gesehen? Nichts. Ich dachte gerade, ich habe da eine kleine Hand gesehen, aber es war nur so ein, so eine Reflexion von irgendwas. Okay, war so ein kleiner Vorratsraum. Haben wir auch gefunden. Sehr schön. Warum ist hier draußen niemand mehr? Die ganzen Zombies sind weg. Warum? Tup, 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 tup. Puppenbeinchen, Sebastian. Lauf mal schneller, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Sauer? Und hungrig? Pan? Bist du's? Es ist weg. Hat aber nicht aufgegessen. Kann nicht Pan sein. Okay. Okay. Hier ist es offenbar durchgekommen. Der hat uns jetzt aber nicht gesehen, oder? Der ist nur da rausgebrochen. Das ist aber auch nicht unser Kollege hier, den wir suchen. Stehe hier mit meiner bösen Axt und bin ganz böse. Ich bin so ein böser, böser Axtmann. Lass mich raten, hinten komme ich nicht durch. Ich kann ihn nicht von hinten angreifen. Wir müssen den frontal besiegen. Okay. Warum steht er da, als würde er uns bewachen? Die haben noch kein Intellekt. Was macht er jetzt? Der kann ja eigentlich nur hier lang. Wenn er es von hinten angreift, hasse ich alles.
Entschuldigung. Ich brauche mal eben deine Schwacke. So. Oh, die Axt gibt's auch dazu. Das finde ich sehr gut. Vielen Dank. Aber wer war der andere? Das war doch nicht... Das war doch nicht er. Der hatte eine viel tiefere Stimme. Das war so... Das war auf keinen Fall unser kleiner Hallodri-Freund da gerade. Können wir hier Müll durchsuchen wieder? Nein, leider nicht. Schade. Hab mich schon ein paar alte Nuggets gefreut hier, aber... Man kann ja nicht alles haben. Eine Werkbank. Das ist nicht gut, wenn wir eine Werkbank finden, hier mitten in nichts. Bericht Nummer 654, Kerndislokation, betreff Infrastrukturbericht. 15:01 Uhr. Seismisches Triggerereignis an diesem Nachmittag. Systemüberprüfung brachte Abkopplung des Kerns zutage. Notfallteam für vorläufige Erkundung entsandt. Bericht kurz vor Kontaktabbruch an Mobius-Zentrale geschickt. 16:32 Uhr. Kern konnte nicht ausfindig gemacht werden. Geringfügige zeitliche Diskolokation, jedoch kein größerer struktureller Schaden. Einwohner stellen erste Fragen per Telefon. 18:03 Uhr. Kern noch immer offline. Geringfügige Risse bilden sich im Bereich um das Rathaus. Einwohner bleiben noch ruhig, doch Unbehagen wächst. Verlust der Atmosphärenkontrolle. Temperatur fällt zunehmend. 23 Uhr. Erneutes seismisches Triggerereignis. Riss beim Rathaus nimmt kritisches Ausmaß an. Abtrennung steht unmittelbar bevor, wenn der Kern nicht wiederhergestellt wird. Mobius Alpha Team ist eingetroffen und unterstützt die Suche nach dem Kern, wenn sie nicht gerade sterben. So, Informationen haben wir gefunden. Warum ist hier eine Waffenbank? Hochwertige Waffenteile. Und noch eine Spritze, die nehme ich auch gerne mit. Ja, Waffenverbesserung. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ich würde bei der Handfeuerwaffe vielleicht die Feuerkraft als erstes. So, weil wir die doch am häufigsten benutzen. Ich bin ein großer Freund von. So, halten, verbessern. Zack. Und dann können wir hier auf 140 Trophäe erhalten. Nur das Beste. Oh, Crit Damage. 205. Nee, kostet wie viel? 120? Das waren 320. Ich mach mal erstmal Crit, oder? 10% mehr Schaden, schön und gut, aber ja, andererseits vielleicht bringt das ja das One-Shot-Erlebnis. Da, ich hätte gerne die 200%, dann brauche ich nämlich nur noch einen Schuss per Gegner. Deswegen mache ich hier mal die 30% plus, also die 30% Crit-Möglichkeit. Habe ich jetzt auch mal mitgenommen und den Rest spare ich mal gerade. Man glaubt es gar nicht. So, Herstellung. 11 Kackehäufchen haben wir wieder. So. Gespeichert wird auch. Oh, was finden wir denn hier? Das heißt... Oh Mann, hoffentlich schaffe ich das noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist schon wieder ihre Puppe, aber die haben wir doch schon mal gefunden. Wie viele Puppen hat dieses Mädchen? Schrotmunition. Und ihr wisst genau, was das bedeutet, wenn wir Munition finden. Noch eine Puppe? Aber wo ist Lily? Ihr wisst genau, was es bedeutet, wenn wir Munition finden. Eine Werkbank, all diese Geschenke. Ihr wisst genau, was das heißt. Stefano. Entschuldigung. Der schöne Stefano. Will unbedingt Lilly. Bestimmt nicht für ein Foto. Das ist er. Der Mörder mit der Kamera. Und der Mistkerl hat mein kleines Mädchen. Ich war fast bei ihr. Verdammt! Beruhige dich. Denk nach. Du musst sie retten. Der Kommunikator empfängt nichts mehr. Ich muss einen anderen Weg finden. O'Neill. Ob ich ihm trauen kann? Andererseits will er genauso sehr hier raus, wie ich Lily finden will. O'Neill. Sebastian hier. Können Sie mich hören?
Mist, ausgerechnet jetzt. Vielleicht funktioniert es draußen. Ich dachte, hier ist eine schnelle Abkürzung, wie ich hier schneller wegkomme, aber... Okay, wir müssen rauskommen und ich muss immer... Wenn ich gleich anfange zu schielen, dann habe ich ein Auge auf die Aufnahmezeit. Da sind Geräusche. Und ihr wisst ja, wie das ist. Es sind immer die Rückwege bei Evil Within 2, habe ich das Gefühl. Die Hinwege sind okay und plötzlich auf den Rückwegen dann immer... Bam. Und plötzlich ist das Lagerhaus ein anderes. Hey, da oben geht's doch lang. Ich kann hier drauf... Wieso kann ich denn hier nicht drauf... Das ist so blöd. Über blaue Kisten können wir immer klettern. Außer... Da, wo wir nicht sollen. Da oben ist eine Lücke. Für mich heißt das, ich muss da lang klettern. Oh nein. Und ich habe noch keine Aufnahmezeit. Ein Gras, wie verdächtig. Hä? Ah. Ach so, wir sind wieder auf der Seite, okay. Trotzdem hätte ich ja theoretisch drüber klettern können. Sollen. Müssen, tun, haben, gern. Was? Was zur Hölle? Fliegen kann der feine Herr also auch. Und wir sind wieder in diesem Anfangsraum. Randall Fick. So heißt der Mann. Smile for me. Da bist du ja. Aber wo ist Lily? Er darf nicht nochmal entkommen. Das ist doch alles nur Illusion. Wir wissen doch, dass er nicht wirklich da ist. Warum gehe ich so langsam? Hey! Sieh da! Das Mädchen! Wo ist es? Nein, nicht die Viecher! Oh nein! Scheiße! Ja, großartig. Ciao. Alter, ich hasse die. Gilden bei den Castellanos. Oh. Okay, wir kriegen auch ein bisschen was geschenkt. War aber nur einer von drei. Ich bin ehrlich, das war jetzt auch eine bisschen ungünstige Position, wo wir da reingeraten sind. Und dieses fucking Auge am Himmel. Ich hasse es jetzt schon.
kann er denn hier? Oh, das war nicht so schlau. Sind die weg? Ich meine, warum sollten die weg? Nein, die sind natürlich nicht weg. Wann sonst benutzen wir die Knarre denn mal? Wieder verloren. Ob ich jetzt wenigstens O'Neill erreiche? O'Neill, Sebastian hier. Sie leben noch? Ich meine, Sie leben noch. Gut. Konnten Sie den Kern finden? Nein. Aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrenturm? Ja. Das ist es. Was? Wie zur Hölle soll ich da denn hochkommen? Das ist etwas kompliziert. Kommen Sie her, dann erkläre ich's. Okay. Bin unterwegs. Alles klar, es geht also noch. Kehre zu O'Neills Unter... was? Ich hasse Respawns. Ich hasse Respawns, vor allen Dingen, weil ich speichern muss. Und wo ist die Pfütze? Alter, wo ist die Pfütze? Ich hab mir die verdient, wo ist die Pfütze? Meine schwacke Pfütze ist weg. Ich hab die verdient. Boah, wie scheiße ist das denn? Es spawnen einfach überall arsch viele neue Gegner. Natürlich viel härter als vorher, weil wir haben ja eh noch keine Muni-Knappheit. Und wir haben einfach keine Schmacke gekriegt. Ich bin ein bisschen erbost. Und ich muss irgendwie speichern. Irgendwo. Ich geh mal in den LKW, vielleicht findet man da was. So. Pistolen, Munition, naja, drei Stück immerhin. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die uns viel helfen wird jetzt. Boah, wie gemein das ist, dass die einfach weg ist, das grüne Zeug, weil die geben mir auch ein bisschen mehr. Die ist aber nur tot. So. Okay, der bleibt tot, Gott sei Dank. Bisschen Pistolenmunition. Sehr, sehr gut. Wir brauchen alles an Muni, was wir kriegen können. Jetzt mehr denn je.
Okay, nicht alles ist neu bevölkert. Wir müssen, das habe ich markiert, aber ich muss, da ich jetzt echt speichern muss, gehe ich erstmal tatsächlich wieder zum Unterschlupf zurück, wenn ich es denn hinkriege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben notfalls noch einen zweiten Unterschlupf, das geht natürlich auch. Ich habe das Gefühl, hier um die Ecke ist auch noch was. Okay. Ich schlängle mich so ein bisschen durch die Stadt. Weil ich will jetzt nicht noch großartig kämpfen. Ich muss nämlich tatsächlich jetzt speichern, eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir haben auch noch den Priester, haben wir immer noch in seinem komischen, bekloppten Haus da. Das heißt, ich würde mich jetzt schon mal tatsächlich verabschieden. Nö, erstmal gebe ich ein bisschen die Schwacke aus. Die 2-3 Minuten nehmen wir uns noch. Und dann würde ich mich verabschieden. Ah, oh, wir haben es geschafft. Okay, mit O'Neill können wir später quatschen. Das müssen wir nicht jetzt machen. Käffchen trinken. Erstmal alles in Ordnung bringen. Dach! Bitte kein automatisches Anquatschen. Vielen Dank. Ohne Kaffee bin ich echt mies drauf. Ah, gib mal jetzt den Plotter. Ja. Richtig kauen muss man den noch, so mag ich den. So, hier liegt wieder neues Zeug. Vielen Dank dafür. So. Und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in den Spiegel. Rumsti bumsti. So. Sebastians Zimmer. Und schon wieder gehe ich falsch. Die Katze. Die Dias können wir uns auch angucken, aber das überlasse ich Zukunftsgronk. Wir sammeln erstmal ein paar, weil wir müssen nicht immer sofort zum Dia-Projektor rennen. Detective Castellanos. Immer ein Vergnügen. Na hallo, meine Schöne. Setz dich ruhig. Kein Problem. Ich habe Schlüssel mit. 2 Stück haben wir noch. Nehme ich mal das da. Vielen Dank. 30 Schießpulver, das gefällt mir sehr gut. Und hier 150 Waffenteile, auch die sind gern gesehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wie viel Glibber haben wir denn jetzt? 12.000. So, List, Athletik, Kampf. Ich schau mal. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kampf haben wir. Ah ja, wegen Faustrecht. Betäubte Gegner treten haben wir natürlich auch noch. Bei List. Würde ich vielleicht noch weniger Verdacht schöpfen, oder was ist das hier? Flaschenbrecher. Aus der Umklammerung eines Gegners. Das nehme ich mal. Flaschen werden aufgebraucht, wenn du dich aus der Umklammerung bestimmter Gegner löst. Die Flaschen werden direkt aus dem Inventar verwendet und müssen nicht ausgerüstet werden. Okay, den habe ich mitgenommen. Schleicher, du bewegst dich schnell in geduckter Haltung. Das wäre ganz angenehm eigentlich. 125% für 4000. Das ist doch ganz schön teuer. Was ist das da eigentlich? Raubtier. Eine Spezialfähigkeit, mit der du dich am Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Ja, das will ich. Raubtier will ich unbedingt. 3,5. Das können wir uns leider nicht mehr leisten. Und hier wäre jetzt sehr viel langsamer Verdacht schöpfen. Da können wir rumschleichen wie ein Meisterdieb. So. Und in der Mitte sieht man auch ein bisschen, wie sich das alles verteilt gerade. So ein bisschen im Spinnennetz hier. 3000 haben wir. Auf Gesundheit vielleicht nochmal. Steigert das Maximum der Lebensanzeige. Wäre vielleicht inzwischen auch gar nicht schlecht. 7500, schau. Erhöht die Menge der regenerierten Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Für 4000 können wir uns eh nicht leisten. 4000. Athletik. Chance am Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte, funktioniert nicht bei allen Angriffen. Achso, funktioniert nicht bei allen Angriffen. Kostet 5000, können wir uns eh nicht leisten. 4000, 3000, steigert das Maximum der Ausdaueranzeige. Dann machen wir entweder das oder ich gehe mal, bei Heilung haben wir noch 0. Mehr Gesundheit, vielleicht wird es dafür mal Zeit. 3000, 4000. Ja, ich hätte vielleicht doch ein bisschen was anderes nehmen sollen. Ich glaube, was anderes können wir uns jetzt nicht mehr leisten, ne? 4000, 4000. Bei Kampf. 3000. Dann sparen wir uns das Gel einfach fürs nächste Mal. Wir müssen ja auch nicht immer alles ausgeben.
So, sie macht mal ihre Brille sauber. Das kenne ich ja gar nicht. Das ist ein neues Feature. Die macht ihre Brille nicht sauber. Die hat die nur abgenommen, damit wir schärfer aussehen. Verstehst du? Ah, wieder zurück. Und sie wollen sich stärken. Mhm. Sie kommen ihrem Ziel näher. Ich spüre es. Meine Tochter. Sie ist hier irgendwo. Ja. Und sie sind entschlossener. Sie haben sich verändert. Ich verändere sie weiter. Ich gebe ihnen die Möglichkeiten, sie zu finden. Ach ja. Sie ist so distanziert. Okay. Ich schau noch mal ganz kurz. Das kriegen wir hoffentlich noch hin. Waffenverbesserung. Bam, 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 bam. 335. Shotgun noch mal ein bisschen. Feuerkraft 110. Kostet 120 Waffenteile. Na, was soll's. Es ist nicht aller Tage Abend. Hier können wir auch noch Feuerkraft machen. Kostet 100 Waffenteile. Auf 115. Ich glaube, das möchte ich sogar. Und Magazingröße bei dem Ding. Kostet 30 Waffenteile von 3 auf 4. Feuerrate, Nachladezeit. Ist hier, glaube ich, auch gar nicht mal 2,7 Sekunden auf 2,4 Sekunden. Naja. Ist vielleicht nicht das Schlechteste. So, Feuerrate. Können wir da noch was machen? 50. Na, okay. Gut. Dann haben wir das auch gemacht. Herstellung. 32. Pistolmunition. Haben wir voll? Das ist ja merkwürdig. Okay. PG-Munition. Was brauchen wir dafür? Ich will das ehrlich gesagt... ich bin so ein bisschen vorsichtig lieber. So, Spritze lasse ich auch mal einen Slot leer. Ich mache mal hier PG-Munition, mache ich mal 3. Kostet 21, aber... So, und jetzt würde ich sagen, ich speichere mal eben an unserem Apparello hier drüben. Und dann sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß, auch wenn wir natürlich die ganze Zeit die Stadt erforschen und alles machen, auch die Nebenmission machen. Pipapo, ihr kennt das ja. Und in der nächsten Folge geht es weiter und wahrscheinlich, in der nächsten Aufnahme meine ich, wahrscheinlich kommen wir dann ins nächste Kapitel, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste jetzt eigentlich anfangen, weil wir gleich in den neuen Städteabschnitt kommen. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und grüßt mir den Zukunftsgronkh. Ciao mit V. Tschüss.